herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Heute werde ich mit euch was ganz Einfaches machen, aber vielleicht braucht ihr das trotzdem. Ja, einfaches Fondue-Brot. Es ist jetzt die Zeit, Fondue zu essen und dann könnte man das ganz gut gebrauchen. Es ist sehr simpel, man muss nur aufpassen, dass der Teig nicht zu sehr wächst. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung für mich sein, weil bei mir der Hefeteig ist immer wild. Ich zeige euch die zwei, drei Zutaten, was ich dafür vorbereitet habe. Und dann legen wir gleich los. Nehmt euch was zu trinken, entspannt euch und viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten direkt mit Hefe. Heute nehme ich ausnahmsweise nicht 42 Gramm, sondern ja, so ungefähr 30 Gramm. Gut? Immer weiter. 300 Milliliter lauwarmes Wasser, ein Teelöffel Zucker. Jetzt haben wir 50 Gramm Mehl dazu. Unbedingt klümpchenfrei glatt rühren. Aha. Ah ja. Zugedeckt, 15 Minuten stehen lassen. Käffchen kochen, dann machen wir direkt weiter. Das geht ratzfatz. 15 Minuten sind vorbei. Jetzt schauen wir mal nach. So soll das sein, wie immer. Ja, was macht ihr denn da? Ja, das ist ein Herz für meine Abonnenten und Zuschauer. Okay, tipptopp. Jetzt machen wir weiter. Ah ja. Salz. Ein Teelöffel, eineinhalb. Kommt drauf an, wie salzig dass ihr das wollt. Dann habe ich hier, das ist kein Schleberwitz, das ist Öl. 3 Esslöffel an Öl, Olivenöl, Rapsöl, welchen auch immer ihr da nehmen wollt. Kalt. Heute bin ich nicht so streng mit euch. 50 Gramm Butter. Zustand: teils weich, teils flüssig. Das da mal schön verrühren. Okay, tipptopp. Und jetzt da mal peu à peu Mehl dazufügen. Klümpchen frei verrühren. Und ihr wisst bei mir, normalerweise tue ich keine Butter ins Brot rein. Aber heute habe ich mir gedacht, das kommt bestimmt gut, wenn ich da ein wenig Butter rein tue. Dann duftet dieser Fondue-Brot ein wenig nach Butter. Vielleicht. Und immer zwischendurch viel Luft reinbringen. Okay, mach schon wieder alles voll, gell? Für diese Operation wechseln wir das Instrument. Großer Löffel. Rührli, so wie ich das meine, Schneebesen, ist nur anfangs gut. Dann tut man sich leicht, um das alles zu vermischen. Und hernach Löffel. Viel Luft reinbringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das wisst ihr hoffentlich. Das habt ihr schon in der Zwischenzeit gelernt, oder? Zack. Ja. Jetzt haben wir 500 Gramm an Mehl hier drinnen. Orientation ist. Ich werde jetzt diesen Teig gute 3 Minuten mit dem Löffel schlagen. Ich nenne das absichtlich so.
Ich zeige euch, wie ich alles da voll gemacht habe, gell? Na, Schmarrn. Ich wollte das euch jetzt ein bisschen besser zeigen. Beziehungsweise, dass ihr das besser sehen könnt. Die Konsistenz. So muss es sein. Deshalb solltet ihr nicht von Anfang an das ganze Mehl hier reinhauen. Ja? Dann kommt es nicht gut. So, jetzt ist tipptopp. Heute mache ich das ein wenig anders mit euch. Hier habe ich noch 100 Gramm an Mehl übrig. Jetzt tue ich den Teig, ja, den Teig hier drauf stürzen. Heute mal anders. Warum nicht? Ja. Ihr seht, wie fluffig das ist, gell? Was haben wir gelernt? Nicht durchkneten? Nein. Das sollte man nicht machen. Dann macht ihr einen Fehler. Und so. Ja. Nur das hier machen. Immer von außen nach innen. Und jetzt werde ich das immer so weitermachen, bis das Mehl nicht hier drinnen ist. Da ist es. Aha. Galat, das hat jetzt schon so ungefähr 3 bis 5 Minuten gedauert, gell? Je nachdem, wie schnell das ihr seid. Okay, tipptopp. Hier habe ich einen großen Teller vorbereitet mit ein wenig Mehl und Ezet. Tue ich das hier drauf und das lassen wir so zugedeckt unterm Geschirrtuch. Für eine halbe Stunde stehen. Aha. Den Ofen jetzt einschalten. Das wäre der Zeitpunkt, wenn ihr das zu Hause macht. Vollgas. Der Ofen muss immer gut vorgeheizt sein. Okay? Ah, ja. Ich habe festgestellt, dass ich gar nicht filme. Ihr seht's, wie weich das ist. Ich will gar nicht viel draufdrücken. Ja? Okay, einmal habe ich es gemacht. Backpapier habe ich vorbereitet. Jetzt werde ich das auf das Backpapier switchen. Ein wenig Mehl. Moment. Okay, und that's it. Einfach umklappen. So haben wir von unten und von oben Mehl. Ja, das hier, das macht nicht. Das kann man, das Überschüssige dann auf die Seiten. Ja, also ist auch schon ein wenig mehlig sein, wenn man mit Teig arbeitet. Und dann ausrollen, weil ich möchte hier verhindern, dass dieser Teig zu arg wächst. Bist du mal jetzt aufs Blech drauf? Ja, dünn. Und er wird trotzdem wachsen. Ja? Wie gesagt, ich möchte nicht, dass er mir zu arg nach oben kommt. Ja, ja, ausnahmsweise. Gell? Hier werde ich das noch mit Butter bestreichen. Ich habe hier ungefähr 50 Gramm an Butter. Solche Sachen entspannen mich wahnsinnig. Ah, da könnte ich hier eine halbe Stunde so pinseln. Ja, ich male auch sehr gerne. Okay.
Das lassen wir jetzt ein wenig aufgehen. Mhm. So wie das ist. Und erst hernach werden wir nämlich den Teig dann so trennen. Ja? Nicht jetzt, sonst würde uns dies zusammenwachsen, logischerweise. Und jetzt statt Geschirrtuch tue ich einfach nochmal so ein Backpapier oben drauf. Ja? Okay. Locker drauf. Mhm. Das macht nicht, da ist ja die Butter oben drauf. Mhm. Tipptopp. Unser Teig ist jetzt nur 15 Minuten gestanden, mehr nicht. Man sieht schon, ja, nur in 15 Minuten. Wie weich das ist und das wächst schon, ja. Werkzeug in der Werkstatt. Und jetzt erst, bevor dass es in den Ofen reingeht, ja, werden wir das jetzt so in Würfel abtrennen. Richtig durch. Ja? Nicht nur so markieren. Ja? Nein, das muss richtig durch sein. Okay? Das werden wir jetzt in den vorgeheizten Ofen backen. Erst auf 200 Grad und dann reduzieren. Schauen wir doch mal. Fertig. 20 Minuten nur gebacken. 10 Minuten auf 200 Grad und 10 Minuten auf 180. Schauen, haben wir es hier. Und ihr seht, wie schön. Aha. Das zu trennen ist, gell? Ich habe nichts gemacht vorher. Ja, und ich habe das geschafft, damit das nicht zu groß wird, ja? Sollen ja keine Buchteln werden oder sonst was, sondern dass es wirklich so, ja, klein gehalten wird. Und das ist, denke ich mal, eine perfekte Größe fürs Fondue. Sonst rede ich hier 10 Minuten, gell? Und dann habt ihr am Schluss das gar nicht so gesehen, ja? Ich demonstriere das jetzt halt absichtlich so. Ja? Hoppala. Die hier. Ja, gut. Das da, das müsst ihr ja gleich essen. Mmh. Das riecht gut. Mhm. Das riecht gut. Fein. Mhm. So kann man selbst schnell und einfach Fondue Brot machen. Ja, ich hoffe, das kommt euch gut. Ja, vielleicht braucht das einer oder der andere. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für das Zuschauen, fürs Liken, Teilen, Kommentieren, Abonnieren. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Ciao. Baba.